Das schlägt schwer. Guten Morgen, liebe 1000 PS-Fans. Nett, dass ihr mich einmal einen Tag lang bei meiner Arbeit begleitet. Heute ist Freitag, das heißt, es wird ein relativ kurzer Tag. Aber der Grund für dieses Video ist der, ich habe mich vor kurzem bei einem Test über das beschwerliche Leben eines Motorradfahrers ausgelassen. Und ich muss sagen, im Nachhinein schäme ich mich dafür. Habe auch ein bisschen Rüge davor bekommen. Die Leute haben gesagt, das ist ein Traumjob. Ich soll nicht so raunzen, was ja zur Lieblingsbeschäftigung eines Österreichers gehört. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme euch mal einen Tag lang mit und zeige euch, wie das Leben eines Motorradjournalisten wirklich ausschaut. Ich muss jetzt noch was erledigen und wir sehen uns in Kürze draußen wieder. So, alle Geschäfte erledigt. Ich bin jetzt illegalerweise hier im Eisenstädter Schlosspark hinter dem Schloss Esterhazy. Das ist quasi das, was ich fast sehe, wenn ich aufstehe. Ich wollte euch einfach ein bisschen auch diese Gegend da rund um meine noch bescheidene Wohnung näher bringen. Ich bin ja gerade beim Hausbau, dementsprechend gestresst. Und genau deswegen nehme ich mir heute mal einen ganz lockeren Tag. Ich habe überlegt, wo fahre ich hin? Auf keinen Fall ins Büro. Und gab mir dann selbst den Auftrag. Das ist einer der Vorteile meines Jobs. Ich gebe mir selbst Aufträge. Und habe mir gedacht, heute fährst du zum Patrick. Zum Patrick Auer, auch bekannt unter dem Namen Arlo, der vor kurzem einen echt großen Erfolg gefeiert hat bei dem Six Days Crazy Job in Bulgarien. Da ist er bei den Pros, nicht nur bei den Amateuren, sondern bei den Pros Zweiter geworden. Ein echt respektabler Erfolg. Ich werde ihm zwar nicht dafür gratulieren, aber ich werde mir eine feine Brettljause bei ihm holen. Er hat nämlich einen most heurigen. Das ist im Unterschied zum heurigen in Burgenland. Da gibt es nämlich Wein, Rot-Weiß, Rosé meist. Gibt es dort einen Most. Und der ist im Gegensatz zu jenem in Burgenland auch mit Alkoholinhalt, mit Alkoholgehalt, allerdings glaube ich mit weniger als in einem Wein, nur mit 5% oder so. Den kann ich halt leider nicht trinken, ich bin ja mit dem Motorrad unterwegs und ein verantwortungsvolles, selbstdenkendes Individuum. Aber wie gesagt, die Brettljause lasse ich mir nicht entgehen. Ich habe nicht gefrühstückt, das heißt, auch wenn ich jetzt vielleicht etwas früher dort ankomme, um 10 Uhr Vormittag, gibt es dann halt für mich trotzdem schon Mittagessen. Also gehen wir's an! Wer mit dem Motorrad im Nordburgenland unterwegs ist, darf natürlich eines nicht auslassen, den Stotzinger Berg, der von Eisenstadt nach Stotzing weiter nach Loreto führt. Eine legendäre Strecke, früher Kopfsteinpflaster, es gab hier einige Autorallies, Journalistenrallies oder so. Von den Einheimischen liebevoll als FOTS bezeichnet, gilt hier seit einigen Jahren 70 und Überholverbot, woran sich, wie man sich denken kann, sehr viele Motorradfahrer auch halten. Früh morgens ist natürlich noch nicht allzu viel los. Es gibt hier auch viele Radfahrer, auf die man achten muss. Am Wochenende natürlich kann es schon mal etwas dichter werden, etwas schneller. Da halte ich mich dann auch gern raus aus dem Ganzen. Jetzt nutze ich es aber als Überfahrt. Wer möchte, kann dann übrigens auch weiterfahren. Hof Donnerskirchen. Die Strecke ist noch berüchtigter als der FOTS, muss man sagen, ist auch noch schneller. Fahre ich auch nicht so gern, außer ich fahre zum Kloster am Spitz zu einem Freund von mir essen oder Wein trinken. Dann nutze ich diese Strecke auch. Jedenfalls werde ich mich jetzt hier auf den Weg machen und ich hoffe, ihr begleitet mich mit der Onboard-Kamera.
Es gibt viele Wege nach Altenmarkt an der Triesting, Ortsteil Tenneberg. Manche sind etwas interessanter, manche uninteressanter. Ich habe den uninteressanten Weg gewählt, dafür den direktesten von Leobersdorf weg, über Berndorf und Bottenstein, Weißenbach, glaube ich. Jetzt bin ich hier angelangt. Wer es hierher schafft, der muss durch Altenmarkt an der Triesting, Tenneberg durch. Und kurz nach dem Ortsschild gibt es eine Brücke und dann sieht man schon das Schild Mostheuriger. Da muss man dann scharf rechts einbiegen. Und dann kommt noch ein Highlight, die Auffahrt zur Casa Auer. Die ist nicht uninteressant, da haben wir schon ein paar Motorradtests gemacht. Hier findet ja auch jährlich die Roadshow statt, also einer der Punkte der Roadshows on Tour. Letzter Anstieg mit der Bonneville. Ich freue mich schon drauf. Jetzt werden sich einige fragen, wieso hat der Chaot für die heutige Ausfahrt die Bonneville genommen? Es gibt auch einige sportlichere Motorräder im 1000 PS Fuhrpark, zum Beispiel Street Triple oder auch meine Daytona 675R. Aber ich muss sagen, ich wollte einen gemütlichen, entschleunigenden Tag verbringen und dann nehme ich gerne sowas. Da fühle ich mich nicht getrieben, da kann ich gemütlich gleiten und genießen. Und was ich jetzt genießen will, ist die Bretteljause. Also bis gleich. Jetzt bin ich angekommen im Mostheurigen Auer in Reisberg oder am Reisberg. Genau. Ja. Einige Male war schon verbotenerweise im Newsletter was darüber zu lesen. Ist da eigentlich immer so viel los? Oder? Ja, manchmal sind sogar doppelt so viele Leute, also vier. Nein, man muss dazu sagen, es ist jetzt gerade Freitag um 10 Uhr. Wir sperren normalerweise so erst um 11 Uhr auf. Aber wenn das Wetter passt, dann sind schon alle heurigen Garnituren voll besetzt und da spielt es sich schon ziemlich ab. Dann, ja. Ich bin ja man muss durch Altenmarkt durch und Tenneberg. Da habe ich deinen Vater dabei ertappt, wie er gerade erst das Schild aufgestellt hat. Wie rennt das bei euch? Wie oft habt ihr offen? Wie lange habt ihr immer offen? Mhm. Na, insgesamt sind es 30 Heurigentage. Das ist gesplittet auf zwei 10-tägige Termine und drei Wochenendtermine zu je drei Tagen. Und wie oft habt ihr jetzt dieses Jahr noch offen? Das ist unser zweiter 10-tägiger Termin. Also jetzt haben wir von 13. bis 24. haben wir jetzt noch ausgesteckt. Dann haben wir im Oktober haben wir ausgesteckt. Das ist so rund um den Staatsfeiertag. Und dann gibt es noch einen Termin im Dezember. Das ist dann so Adventsstimmung. Das wird um den 13. und 14. sein. Jetzt kenne ich als Burgenländer den Heurigen, dann die Wiener kennen das Schenkhaus und was gibt es da noch? Heurigen, Schenkhaus? Wirtshaus. Ja. Was ist jetzt ein Mostheuriger? Ich kenne den Most, das ist ein Traubensaft, ein alkoholfreier. Was ist der Most bei euch? Okay, stimmt definitiv. Bei den Weinbetrieben ist der Most eigentlich der süße Wein, der Traubensaft. Bei uns gibt es einen Obstmost, der wird so gewonnen, dass jetzt Apfel- und Birnensaft gepresst wird. Da hat man dann den süßen Most. Wir lassen den dann noch vergären. Und der hat dann im Endeffekt so ungefähr 6-7% Alkohol und ist eben gerade an so heißen Tagen in gespritzter Form relativ erfrischend und nach 8-9 Krügern auch sehr belustigend. Ja. Jetzt habe ich einen irrsinnig großen Hunger, weil ich nichts gefrühstückt habe. Bei den Burgenländern ist es so, da gibt es meistens einen sehr, sehr guten Wein, aber das Fleisch ist dann halt von dort oder vom Supermarkt. Das ist halt leider oft enttäuschend. Wo habt ihr euer Essen her? Vom Supermarkt. Nein, Scherz. Ich habe eine kleine Landwirtschaft dabei. Da habe ich jetzt eine Mutterkuhhaltung mit insgesamt so um den 50 Stück Vieh. Wir machen das so. Und jetzt halt ein paar weniger. Jetzt halt kurz vor dem Heurigen ein paar weniger. Wir vermarkten da unsere Jungrinder, die werden mit ca. 13 bis 14 Monaten geschlagen. Da haben sie eben so ein Gewicht um die 400 Kilogramm. Zusätzlich zum Rindfleisch haben wir auch noch Schweine. Wir haben in etwa permanent so um die 10 Schweine, die wir eben dann direkt über den Mostheurigen vermarkten. Also es sind wirklich zugekaufte Sachen, die man bei uns kaufen kann. Es gibt es im relativ überschaubaren Bereich. Das sind eben natürlich Gurkel, Peperoni und die ganzen Beilagen und sowas. Und dann ist es aber schon wieder aus. Also wir haben alles, was man bei uns auf der Karte findet, ist entweder wirklich aus Eigenproduktion oder irgendwo bei uns aus der Umgebung, zum Beispiel der Schafmischkäse. Da wir selber keine Milch produzieren, wird der von Biobauern bei uns in der Ortschaft gekauft. Mhm. Du
Du hast vor kurzem, muss ich leider ansprechen, einen relativ beachtlichen Erfolg bei einem Enduro-Rennen einfahren können. Jetzt sind die Jäger so empfindlich, wenn man mit dem Mountainbike oder mit der Enduro im Wald herumwütet. Was sagen deine Rinder dazu, wenn du da ständig mit deiner 300er übst? Das ist eine eigentlich relativ volle. Also die sind es eigentlich schon so gewohnt, dass sie das Motorengeräusch mindestens 3 bis 4 Mal pro Tag hören, wobei man dazu sagen muss, der Vater fährt auch mit dem Moped herum und kontrolliert eben die Zäune und das macht einer gar nichts. Also ja. Die sind da relativ entspannt. Gut, ich werde es gleich sehen, ob man den Stress im Fleisch schmeckt. Ich würde gerne jetzt ein Brettli außen haben, bitte. Ja, das können wir veranstalten. So, was habe ich denn da Feines auf dem Brettl? Das ist unsere Brettl-Jause. Da findet sich jetzt eher Spezialitäten von Schwein, gebratenes und geselchtes. Zusätzlich haben wir noch einen Leberaufstrich, verhockert, Plunzen, Bratwürste. Darunter ist noch ein bisschen Speck. Und da sieht man jetzt auch die Sachen, die nicht aus unserer eigenen Produktion sind. Paradeiser, Gurkel und der Pfefferoni. Habe ich da eigentlich gesagt, dass ich Veganer bin? Puh, ich bin voll bis oben hin, allerdings mit Essen. Was ich jetzt bräuchte, wären 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schnäpse. Kann ich nicht zu mir nehmen, weil ich mit der Bonnie noch ins Büro muss. Das Material abliefern, sichten, schauen, ob es was worden ist. Ich glaube schon. Und dann werde ich noch ein bisschen an der Tastatur herumklimpern und dann ab ins Wochenende. Ich werde jetzt also meinen Wanst auf die Triumph hieven und dann geht's zurück in die Moorgasse 15.